Hallo und herzlich willkommen hier bei den Nachbrennern. Ich bin's wieder, euer DJ-Team für Marsch, und herzlich willkommen hier in Dwarf Thunder. Jo, das große Update 1.83 hat ja Einzug befunden. Schon vor 3 Tagen. Ja, es tut mir leid, dass ich so spät. Ich konnte nicht früher Video machen. Es gab Komplikationen. Nicht mit dem Patch allgemein, nein. Das Problem ist, ich habe hier vor meiner Haustür eine Baustelle und hier alles so abzudämmen und auszublenden geräuschtechnisch war recht schwierig. Das ist nämlich hier nicht so richtig machbar, wo ich wohne. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich kann auch nichts dazu. Ganz Deutschland ist momentan eine Baustelle. Mal wieder. Das ändert sich aber auch nie. Ja. Wie gesagt, das neue Update ist da. 1.83. Wunderbar. Fettes Update. Also ich muss sagen, wow. Ich habe ja... Ja, ich habe nicht mit so einem großen gerechnet. Ich habe gedacht, ja, da kommen wieder so die üblichen 10 GB oder so angetanzt. Nein, 19,7 GB, fast 20 GB sind reingespackt worden. What the fuck, Leute, was geht ab, ey? Das ist heftig, das ist heftig. Das ist der größte Patch, den ich je gesehen habe, in Gadget uns gebracht hat. Den sie uns rübergeschoben haben. Und er ist wirklich... Oh, detailgetreue Leute, da ist eine Menge Zeug dabei. Das ist der Hammer. Das meiste davon kann ich hier noch nicht mal in dem Video wiedergeben. Das ist einfach... würde die Zeit des Videos überschreiten. Sagen wir es mal so. Daher, ich tue den Link zu der Infoseite dazu, tue ich unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch genauestens detailgetreu durchlesen, was noch alles verbessert worden ist. Da wurden Panzer in der Panzerungsstärke verändert. Turmdreh... Geschwindigkeit und. Da könnt ihr euch das alles genauestens durchlesen. Das ist so viel Zeug, Leute. Boah, das würde das ganze Video hier in Längen ziehen. Wirklich. Na, da, ne? Ich glaube, ihr habt keinen Bock, so eine Stunde Video zu gucken, um euch zu informieren, was kam da jetzt alles. Man kann ja auch, also für die Lesefaulen da draußen, Leute, es lohnt sich, das sich durchzulesen. Es lohnt sich einfach, ne? Ja, und die ganzen Leseratten, ja, ihr freut euch so oder so drauf, ne? Wenn ihr es nicht schon gelesen habt. So, aber jetzt erstmal hier zur Info, was ist alles gekommen? Klicken wir hier erstmal. Also, von den Panzern, bei den Amerikanern ist natürlich nur einer gekommen. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass mehr kommt, aber... Leute, wir haben schon so viele Panzer bei den Amerikanern, also jetzt mal ehrlich, da kann auch mal einer nur kommen, ne? Ich meine, dieser Patch hat ja eine Menge... Oh, Schiffe von den Briten sind drin, Helikopter für die Deutschen und lauter Zeug. Also das ist wirklich, wow, sag ich nur, gut gemacht, Gatchen, super geil. Also ja, habt ihr euch wirklich extra Kohle verdient, also sowas von, wow, echt geil. Ja, kann man echt nicht anderes mehr sagen, das ist einfach super geil. So, was jetzt gekommen ist, ist der T32E1. Prinzip ist es der Zwilling vom T32. Es gibt nur einen kleinen Unterschied von ihm. Er hat nur einen Unterschied zu seinem großen Bruder, kann ich jetzt sagen. Ne? Und das hat mit der Turmgeschwindigkeit zu tun. Dieser hier hat 19,4 Grad pro Sekunde drauf und der hier 34,4 ne, Grad pro Sekunde. Er ist natürlich mit dem Turmdrehen etwas langsamer als sein Kollege hier. Der ist natürlich etwas schneller. Ansonsten hat sich da aber nicht viel... Also, ansonsten sind beiden sich ähnlich. Haben die gleiche Geschwindigkeit. Haben die gleiche Panzerung. Den gleichen Durchschlag. Es ist nichts anderes. Es ist nur der Turm in der Geschwindigkeit. Ansonsten gibt es bei dem wirklich nichts anderes. Ja, es ist witzig. Ich meine, man kann ja hier auf die Karte gucken und vergleichen hier. Wanne, ne, 127, Turm, 298, Durchschlagsleistung, kommt jetzt auf die Munition an, 216 auf 100 Meter. Also, aber sie haben dieselben Munitionstypen auch drin, alle beide. Also ich kann euch das auch gerne hier aufzeigen. Einmal T34er Shot, T42, T41, T44. Ne? So. Dieselbe Munition besitzt er hier. T34, T42, T41, T44. Es ist derselbe Panzer, nur mit einem etwas schnelleren Turm, der sich drehen kann. Ansonsten gibt es bei dem keinen großen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein neuer Panzer und es lohnt sich dann doch schon mal, das kurz vorzustellen, ne? Ja, T32
ist schon ein recht starker Panzer, muss man sagen. Mit seiner 9 cm Kanone und einer ordentlichen Durchschlagskraft kann man damit schon ganz gut arbeiten. Und er gilt halt als schwerer Panzer und ne, dementsprechend haut er schon ganz gut rein. Also Leute, nicht unterschätzen. Gut, die stärkste Form ist natürlich sein Turm. Die ist natürlich am stärksten gepanzert, das steht mal fest. Und die Wanne mit 127 geht. Ich weiß, auf 7-0 Rating gibt es natürlich viele andere Fahrzeuge, die kommen da locker unten in der Wanne durch. Das heißt ja einfach, stellt euch vor einen Stein. Die können euch auf den Turm rotzen bis St. Nimmerleinstag. Ne? Die können euch auf den Turm rotzen, aber wenigstens nicht auf die Wanne dann. Ihr müsst euch halt irgendein Hindernis oder sagt irgendeine Position suchen, wo Stein oder sonst irgendwas ist, was eure Wanne schützt. Ganz einfach. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ne? So, dann gehen wir mal weiter. Also bei den Helikoptern, bei den Amerikanern hat sich nichts getan. Da ist nichts gekommen. Ja, manche waren da traurig drüber. Ich habe schon im Forum gelesen. Ein paar waren nicht so froh darüber. Aber hey, Leute, das mit den Helikoptern ist auch noch so ein bisschen am Anfang und steckt in den Kinderschuhen, kann man sagen. Das ist noch nicht so. Und jetzt mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr es schon geschafft habt, alle zu erforschen. Kann ich mir nicht vorstellen. Könnt ihr mir nicht erzählen. Außer ihr habt natürlich Golden Eagles reingesteckt. Was ich hier als Geldverschwendung sehe, weil wenn man Geld hat dafür, für die ganzen Helikopter hier, Geld reinzustecken, die Modifikationen alles zu kaufen, das sind mindestens mehr als 100 Euro, die hier rum dann gehen. Ja, wenn man so viel Geld hat, dann muss ich sagen, statt es so zu verschwenden, also ich will ja nicht, dass Gaijin jetzt kein Geld verdient, ne? Sehe das mal nicht so. Aber erstmal ehrlich, das ist schon so ein bisschen Geldverschwendung. Und ja, wenn ihr diese Kohle nicht braucht, dann spendet sie an ein Kinderheim oder an irgendeinen Tierschutzbund. Die freuen sich. Ne? Also, das ist so meine Meinung. Wenn man zu viel hat und ne, oder spart das Geld für Notzeit. Man weiß nie. Wir sind in einem, ja, ich sag mal so, es sind unsichere Zeiten. Man weiß nicht zu 100%, was passiert. Und, ne? Es kann sich immer was ändern. Also. So, Luftwaffe hat sich auch leider nichts getan. Da kam jetzt nichts mehr dazu. Ich habe eigentlich noch auf ein Flugzeug gehofft. Besser gesagt, ich habe noch auf ein weiteres P40-Modell gehofft. Ja, ich liebe die P40-Reihe. Das habt ihr aber schon in jedem verdammten Video. Ich glaube, mitgekriegt, dass ich diese... Und ich kann immer noch nicht so genau darauf antworten, woran es liegt. Vielleicht am Design, wie sie aussehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach... Ich weiß nicht, ich sehe dieses Flugzeug und ich mag es. Ich mag es. Ich kann es nicht erklären. Es ist ein Phänomen. So, bei den Schiffen hat sich natürlich ein bisschen was getan. Wie ihr seht, da sind natürlich drei hinzugefügt worden. Und für die, die es nicht verstehen oder nicht mitgekriegt haben, die Schiffe wurden von Erforschungspunkten her und alles zurückgesetzt. Das war aber auch schon im letzten Monat passiert. Nee, Entschuldigung, nicht letzten Monat, oder? Nee, das war am 17. Stimmt. Oh, Leute, ich bin schon, ja, ich bin so ein bisschen durcheinander. Verzeiht mir, ne? Verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas hier. Diesen ganz kleinen Fehler. Aber am 17. wurden die Schiffe zurückgesetzt, also 17. Oktober. Und es wurde ja mehrmals angekündigt. Es wurde ja gleich am Anfang an, wo die Schiffe reingekommen sind, in der Alpha schon zum Testzeiten, also zum Testphase, ne, wurde schon gesagt, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass die ganzen Erfahrungspunkte, was die Erforschung angeht und alles, dass das zurückgesetzt wird. Also für diejenigen, die nicht beim ersten Mal zugehört haben oder bei den zweiten und dritten, es wurde mindestens 5 oder 6 Mal sogar schon erwähnt, die einfach nicht zugehört haben, hören jetzt bitte zu. Es wurde zurückgesetzt. Aber es hat auch Vorteile. Ihr habt Kohle zurückgekriegt, Lines zurückgekriegt. Denn vorher war auf meinem Konto hier 79 Millionen. Ja, ich weiß, das ist zu viel, jetzt gebt nicht damit an. Ich gebe auch nicht damit an, Leute. Das kriegt man einfach zusammen, wenn man über die Jahre so viel zockt. Und ich habe nochmal so 3 Mille dazu gekriegt. Ja, weil ich so viel, ne? Ja. Ihr habt noch was zurückgekriegt, seid froh drum. Manche, ne? Und all das, was ihr erforscht habt mit den Schiffen, das konntet ihr behalten. Also jetzt mal ehrlich, was wollt ihr mehr? Also. Viele haben sich über diesen Aktionen gefreut. Viele. Ich habe jetzt nicht so viele gehört, die gesagt haben, öh, das ist absolute Scheiße. Ich habe höchstens ein, zwei Parteien gelesen, aber die haben sich darüber auch beschwert, dass ihr Fortschritten alles zurückgesetzt worden ist. Ist halt so.
Das wird zukünftig nicht mehr passieren. Das hat Genshin schon gesagt. Es war halt eine Testphase für die Wirtschaft. Sie wollten herausfinden, ob das Wirtschaftssystem für die Schiffe funktioniert oder nicht. Ganz einfach. Und dann haben sie halt mal zurückgesetzt. Ist halt passiert. Und Schluss aus, ne? Akzeptiert es einfach. Es ist so. Ihr könnt euch 10.000 Mal beschweren, wie ihr wollt, aber es ist so und es bleibt so. Und ich habe auch nichts dagegen. Ganz einfach, weil, ja, es, ich sag mal so, ich war irgendwann bei den LCS hier und habe die Torpedoschiffe irgendwann auch nicht mehr so richtig angefasst und habe aber so, schon so ein bisschen meinen Spaß mit den Dingern. Ganz einfach. Ja, so kann man es fast sagen. So, aber jetzt zu dem, was neu gekommen ist. Ja, ich gehe jetzt schon drauf. Ich spüre es, ich höre es schon, wie es sappert. Also, einmal PT-3, ein Torpedoschiffchen, ein kleines, süßes, ne? Ist wirklich klein und süß, muss man echt sagen. Also, ist niedlich. Kostenpreis 250 Golden Eagles. Ja. Aber es ist ganz praktisch. Wenn ihr euch das holt, dann könnt ihr hier ein bisschen schneller erforschen und alles. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich zeige euch das Ding auch mal. Na, da haben wir den kleinen Scheißer. Klein, süß und flink. Flink kann man eindeutig sagen. Er ist flink. Sehr flink. Ja. Hat natürlich hier noch ein paar Gunner mit dran, um sich ein bisschen zu wehren. Und ja, das mit den Torpedos ist auch sehr interessant. Die werden nach hinten rausgeschossen und dann abtauchen und los. Und ja, ja gut, Kanzel hier, ihr habt mal 12,7 mm Kanonen dran. Ihr habt Wasserbomben, könnt ihr auch abschmeißen, sind jetzt leider noch da. Ach da, da sind's ja. Da, wo die Flagge steht. Ja. Also ihr könnt auch noch mit Wasserbomben 4 Stück hantieren und halt den Torpedos. Er ist klein, süß und ja, erfüllt seinen Zweck, sagen wir es mal so. Er kann seinen Zweck erfüllen. Boah. Für ein Torpedoboot, ihr wisst ja, die Funktion eines Torpedoboots sind ja wohl für jeden eindeutig. Ne? Schiffe versenken. Weil er sagt, am besten sind es natürlich gegen Zerstörer und andere größere Pötte wirksam oder halt so Subchaser oder halt hier... Ja gut, große Motorboote, ne? Und ja, ich hoffe, ihr hört jetzt den Baulärm da draußen nicht. Ich habe jetzt alles getan, wirklich, um das hier abzuschotten. Mehr kann ich leider nicht tun. Die sind leider vor meiner Haustür, machen hier die Straße, leider. Und die werde ich hier noch eine ganze Weile vor der Nase stehen haben. Die sind auch so lang hier, ey. Boah. So, als nächstes kommen wir zum Elko 80. FTPT 556, ne? Ja, langer Name, auch Thunderbolt genannt. Ja, es kann natürlich leicht verwirren, ne? Weil Thunderbolt ist auch ein Flugzeug, ne? Aber gut, muss man jetzt nicht irgendwann erwähnen und dann sagen, hier, ich fahre jetzt mit meinem Thunderbolt durch die Gegend und irgendwer sagt, hä, was? Du fährst damit? Wie fährt man denn mit einer Thunderbolt rum? Man fliegt damit, ja. Ah, ich glaube nicht, dass solche Missverständnisse vorkommen können. Also, es muss schon, das ist schon ein bisschen dämlich. So, 1600 Golden Eagles. Hat schon so entsprechend seinen Preis, hat auch seinen Rang, ne? Also, Rang 2, Rating 3.0. Und auf dem Rating ist natürlich ein bisschen mehr los. Da kann es öfters mal auch vorkommen, dass hier mal, dass man auf einen Zerstörer trifft. Eventuell. Muss nicht sein, kann aber passieren und dann kann man dieses Torpedoboot auch ganz gut nutzen. Wie ihr seht, ihr habt eine 3,7 cm Kanone, ich will immer Millimeter sagen, sorry Leute. Dann eine 2 cm, noch eine 2 cm, dann zwei Kanzel mit 12,7 mm Kanonen dran. Also ihr seid ganz gut bestückt mit dem Ding. Ich kann euch das Ding auch schon mal zeigen. Na komm. So. Auch klein, süß irgendwie, aber auch nicht mehr so ganz klein und heftig bewaffnet. Also mehr als das andere ist ja auch klar auf den Rating. Vor allem, das ist mir nicht gleich aufgefallen, weil ich habe ja die ganzen Kanonen gelesen, habe gedacht, wo ist die eine? Es wurden ja mehr aufgezeigt. Wo ist die? Bis ich dieses Ding hier endlich entdeckt habe. Das musste ich allerdings auch erst, zeige euch das mal hier. Seht ihr? Ohne diesen Schussanzeige oder Modul, ich hätte das Ding nicht erkannt. Ich hätte das nicht erkannt. Ich hab das nicht gleich, ja. Das sind mehrere Kanonen aneinander, nebeneinander gereiht hier. Recht raffiniert ja, gewesen, die Amerikaner. Haben schon irgendwie gute Ideen gehabt. Und ja, das ist ein ganz guter Heckgunner, muss man sagen. Also,
Ich weiß jetzt nicht, ob der von selber schießt oder ihr den selber. Also gut, ihr könnt ja rumschalten und könnt die dann selber bedienen, aber dass der automatisch so schießt von selber, ich glaube mal ja. Ich glaube schon, dass das so ist. Das heißt, na, der ballert euch die Flugzeuge, die euch entgegenfliegen ab. Also die auf euch abzielen wollen. Oder halt alle Boote, die hinter euch rumtingeln und meinen, euch in den Bobbes schießen zu wollen. Ne? Das wird dem dann doch nicht so schmecken, was dann da hinten rauskommt. Oh, das klingt schon pervers, Leute. Das klingt echt pervers. Hinten rauskommt. Ja, macht jetzt bloß keine falschen Gedanken, okay? So, ihr habt halt natürlich vier Torpedos. Wie ihr seht. Und halt hier die ganz große Kanone, ne? Hier mit den 40 mm. Das Ding hat schon ordentlich Bums dahinter. Was dieses Schiff jetzt nicht so, also ihr seht, ein bisschen Schutz hat es, aber so richtig, ne? Ist jetzt nicht da. Also gut, der Captain hat jetzt, ja, das ist kein Schutz für mich, also das ist jetzt nicht gerade. Aber gut. Modultechnisch hat sich auch nicht viel getan da. Da unten hockt ein Funker. Da oben, ne? Aber sehr schön trotzdem dargestellt. Muss man schon sagen. Und jetzt kommt etwas, da muss ich sagen, alle Daumen nach oben für Gaijin. So detailgetreu, Leute. Ich kenne kein Spiel da draußen, das sowas je hingelegt hat. Also erstmal kommen wir zu den neuen Zerstörer. Ja, die Summer DD 692, oder gesagt, Elaine? Nee, Ellen? Ich weiß gar nicht, wie die Amerikaner das aussprechen. Ellen, ne? Ellen, Elaine? Nee, Elaine wird ja mit AI, oder? LNM, Summer, Class, USS, Summer, DD, 692, so. Rang 4-3, Rang 3, entschuldigt, Kampfeinstufung 4-3. Eigentlich brauche ich Rang nicht mehr zu sagen, so, weil so nach Rang geht das System ja nicht mehr, es tut sich ja eher nach, ne, Kampfeinstufung stellen. So, und dieses Schiff hat wortwörtlich ordentlich was unter der Haube, kann man sagen. Ne? Drei fette Kanzel mit 127 mm, dual, also Zwillingstürme, das haut rein. Dann hier halt die üblichen verdächtigen Abwehrkanonen, ne? Also hier 40 mm Flak, gleich zweimal. Dann 2 cm Abwehrgeschütze hier zehnmal. Das ist viel, das ist viel. Also das Ding kann sich wehren gegen Flugzeuge, das steht mal fest. Und halt natürlich Torpedos, ist klar. 54 km/h schnell, nicht gerade langsam für so einen Pott, muss man sagen. Also für mich wird's reichen, locker. Und ja, halt riesige Crew, 345 Mann, aber ich glaube, das interessiert euch nicht so, ne? Und wie schwer das Ding ist jetzt, glaube ich, ist auch nicht so. Vor allem der Reparaturkosten bei dem Ding ist sehr niedrig, was ich sehr schön finde, nicht zu teuer. Das ist sehr gut. So, und jetzt zeige ich euch aber mal was ganz Krasses. Erstmal den Pott selbst. Sieht schön aus, ne? Ja. Heftiges Teil. Sehr schönes Teil. Vor allem hier Zwillingstürme. Kann man natürlich mit was anfangen, vor allem. Bei den meisten Zerstörern ist es ja so, dass hinten eher zwei Türme bugsiert sind, ne? Und nicht vorne. Vorne ist meistens immer eins oder. Ja, also nicht alle haben das ja. Ne, also verallgemeinert das jetzt nicht so. Es gibt Schiffe, die haben natürlich vorne gleich zwei Sitzen an Türmen. Es gibt aber auch Schiffe, die haben hinten zwei Sitzen. Das ist immer so unterschiedlich. Aber das hier für vorne gleich zwei und dann noch Zwillingstürme. Meistens fahre ich ja so. Ich fahre ja nicht seitlich. Ich fahre ja ne, einfach geradeaus so. So, und jetzt kommt der Knüller. Guckt mal, wo die Türme sind. Einmal, zweimal. Und da ist ja die Brücke. Die Brücke ist durch diesen Turm ein bisschen geschützt. Das ist der Hammer. Weil hier hockt ja meistens der Captain. Das hier ist die Radarstation. Hier ist der Captain und ja, schippert dann einfach. Oh, die eine Luke ist verdeckt. Naja, muss er durch das andere Ding gucken. Huhu. Das Ding ist echt geil. Also das ist schon sehr viel Liebe zum Detail. Das ganze Schiff, wie es jetzt schon so aussieht. Aber der Burner kommt ja erst noch. Aber ich zeige euch erstmal den Schutz. Das Ding hat nämlich Schutz hier. Ja. Es sind nur 19 mm, okay, aber es hilft gegen HE-Granaten verdammt gut. Gut, die Türme sind jetzt nicht so ganz gut. Da kann man mit einem Geo reinrotzen oder ne. Aber da muss man halt ein bisschen sparen. Ihr müsst überlegen, das Ding wiegt auch ganz schön viel. Ne? Wenn man so durchguckt hier, 3218 Tonnen. Leckt mich am Arsch. Das ist verdammt schwer. Ja, da muss man so ein bisschen noch sparen, damit das Schiff überhaupt noch sich bewegt.
Ne? Oben auf dem Deck hier natürlich, hier auf dieser Position auch nochmal ein bisschen Schutz gegen HE-Granaten. Hilft aber nicht auf die Dauer. Also, ne? Ja. Und hier oben Radarstation natürlich auch nochmal, ne? Geschützt. Obwohl die Radarstation hat jetzt momentan noch nicht so richtig so den Effekt, wie man so alles kennt. Aber kommt noch alles. So, jetzt kommen wir auf Module. Achtung. Wow. Guckt euch das mal an. Sehr viel. Boah, das ist Liebe zum Detail, wirklich. Die ganze Munition, das einzeln dann da so darzustellen, versteht ihr? Das ist schon der Hammer hoch 3. Dann hier nochmal Pumpen extra und alles. Aber wer hier reinschießt, na gut, das ist so ein bisschen schwierig, weil ihr seht, die Munition ist unter der Wasserlinie gesetzt, seht ihr? Und wenn ihr so ein bisschen tiefer zielt, denkt dran, das Wasser mindert eure, ja, die Schuss, also den Schuss regelrecht. Das Geschoss wird ja durch das Wasser nochmal gebremst. Also, ja, da hilft vielleicht nur ein Torpedotreffer oder es ist halt ein bisschen schwierig da zu treffen. Wenn ihr Glück habt, haut das Ding hier rein, prallt irgendwo ab und bumm. Aber ja, das ist so eine Sache. Das ist immer so, ja, Variationen, ja, nee, Variation ist falsch gesagt. Glückssache. Aber schaut euch das mal an, wie detailgetreu das gemacht ist. Hier mit Leiter dran und alles so. Wow, ey. Das ist schon heftig. Oder hier, die Brücke. Das ist ja ein Meisterwerk. Also, ich möchte echt nicht wissen, wie lange diese Entwickler da dran hangen. Ja, das kann man jetzt leider nicht so richtig ranzoomen. Oder so. Guckt euch das mal an. Hier oben, Captain-Bereich. Hier unten, Funkstation. Ne? Hier, was das ist, weiß ich gar nicht. Zu sehen ist, würde ich mal sagen, ist sowas wie ein Planungsraum. Ne? Wo man halt einen Plan erstellt, wo fahren wir jetzt wohin. Und das hier unten ist schwer zu sagen. Vielleicht Essensraum oder so. Obwohl das hier hat mehr Tische. Da würde ich eher sagen, da ist ein Essensraum. Und das hier. Puh, das ist schwer zu sagen, was das ist. Aber so detailgetreu, so viel mit Liebe bearbeitet, also ja, da kann man nicht meckern. Da kann man echt nicht meckern. Das ist echt geil. Muss man echt sagen. Habt ihr gute Arbeit gemacht, Gaijin. Also, eure Arbeit, Respekt, ey. Echt Respekt. Ja, sieht echt geil aus, das Schiff. Von innen und von außen. Hat schon was, hat wirklich was. Ja, und dann kommen wir jetzt mal weiter. Gehen wir mal zu den Deutschen rüber. Denn die haben ja auch ein bisschen was gekriegt. Gehen wir erstmal auf Heer. Gehen wir erstmal aufs Heer. Also bei den Panzern hat sich nichts getan, wie ihr seht. Da ist nichts gekommen. Soweit ich weiß. Nee, da ist nichts gekommen. Kein Panzer. Schade eigentlich. Aber ja gut, wir haben auch genug. Muss man jetzt sagen. Es wird noch ewig dauern, bis ich jetzt hier zum TAM vorgestoßen bin. Ihr wisst ja, wie lange das auch dauert. Ich habe endlich die Maus und habe sie noch nicht gekauft, weil ich warte noch auf den 30. November, weil ungefähr zwischen 30. und 31. Ne? Da geht dann die große Aktion wieder von Gaijin wie jedes Jahr los, wo dann halt natürlich Talismane, Modifikationen oder halt sowas hier alles um die Hälfte nur noch kostet. Ja, auch Premium-Panzer. Premium-Flugzeuge, alles mit Premium, bis auf die Pakete natürlich, aber alles ist um die Hälfte billiger. Das ist der Burner, jedes Jahr aufs Neue. Und da wird natürlich, ne, groß Geld gemacht, Gaijin, ne? Aber das ist halt auch wirklich geil. Das ist wie, ja, das ist wirklich wie ein Sommerschlussverkauf. So kann man das echt andeuten. Das ist super geil und da kann man natürlich reinhauen. Und da habe ich auch jedes Jahr immer richtig viel, schön viel rausgeholt. Habe ich echt immer wieder, ne, Geld ausgeben. Gut, es gibt manche Panzer, die mich nicht interessieren. Hier der Panzerbefehlswagen, ja, boah, muss ich jetzt nicht haben, weil das ist nichts anderes als, ja, also Panzerbefehlswagen, Jagdpanzer, ne, das ist dasselbe. Und ich fahre den Jagdpanzer eigentlich selten bis gar nicht. Also, ist jetzt nicht so mein Panzer, ne? Wenn jetzt natürlich so ein Premium-Ferdinand kommen würde, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich könnte nicht die Finger von ihm lassen. Glaube ich nicht. Ne, glaube ich nicht. Aber gut, kommen wir jetzt mal weiter. Die Deutschen haben nämlich jetzt die Helikopter bekommen. Ja, Deutsche haben Helikopter und da haben wir sie auch schon. Da haben wir einmal die Alouette. Oh Gott, ey, was ein scheiß Name, ey. Ich habe ein deutsches, deutscher Helikopter, hat nur einen beschissenen Namen. Alouette. Da kommt mir das scheiß Lied wieder in den Kopf, Leute. Oh, verdammt, ey. Ja.
der erste Heli, kann man sagen, der deutschen. Ich kann euch mal eine Vorschau zeigen. Denn wenn ihr, ihr kennt ja das Prinzip eigentlich, wenn ihr von den Flugzeugen Rang 5 und von den Panzern Rang 5 erreicht habt, könnt ihr euch das dann da erforschen und dann kaufen. Ne? Aber 790.000 ist jetzt auch schon ordentlich. Habe ich so, das ist er aber. Ja, süß, klein. Ja, als Kampfhubschrauber würde ich ihn jetzt nicht gerade bezeichnen. Aber er sieht interessant aus, muss man schon sagen. Mit ein paar Raketen dann da dran. Also, ja. Schutztechnisch ist noch nicht mit drin. Ne? Modultechnisch kann man schon ein bisschen übersehen. Das hier ist der Treibstofftank. Jo. Ja, gut. Das Gerüst halt. Zwei Piloten. Aber er sagt, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Der eine ist der Pilot, der andere ist, wie es hier steht, Richtschütze, der Schütze. Der Pilot fliegt und der hier, der feuert halt die ganzen Waffen ab. Übrigens, das sind MG3s. Ja, das sind MG3er. Also, für alle MG3-Liebhaber, ja, ist eine super Idee. Allerdings nur 250 Schuss pro MG3. Ja, okay, damals war es nicht anders da, also MG3 hat immer nur, die meisten haben sogar nur 100 Schuss mit sich geführt. Aber es reicht, also wenn wir Infanterie drin hätten, würde es reichen. Okay, leichte Panzer oder was sagt, leichte Fahrzeuge sind auf jeden Fall schnell down. Und halt, ja, das kann man jetzt leider nicht richtig sehen. Das zeige ich euch gleich. Ihr habt natürlich Raketen auch mit bei. Ihr könnt natürlich, wenn ihr es dann endlich bald mal erforscht habt, das ist auch noch so ein Ding. Wo sind denn die Raketen eigentlich drin? Ich glaube, das hier sind sie. Nee, Blades. Nee. Ich glaube, die sind gleich von Anfang an mit dabei. Weiß ich nicht. Ihr seht, auch hier ist noch nicht alles richtig eingedeutscht. Cover, ne? Das heißt eigentlich was anderes hier. Triebwerk, noch nicht alles richtig. Aber das kommt alles noch peu à peu, Leute. Gebt ihnen Zeit. Die Steuerung ist auch nicht schlecht. Ist etwas besser geworden und so weiter. Es kommt, das kommt alles nach und nach. Ihr müsst ihnen Zeit geben. Ich meine, wie heißt es so schön? Rom wurde auch nicht an einen Tag erbaut. Also, ihr habt einmal diese Raketen hier. Allerdings haben die keine richtige Durchschlagsleistung. Ja, wie ihr seht, 2 mm. What the fuck? Also, gegen leichte Fahrzeuge, besagt ungepanzerte Fahrzeuge, bringt das so ordentlich was. Und ihr könnt davon natürlich 72 Stück abschießen. Also, bababababab, ne? Ist schon ordentlich was, oder wirklich 2 mm, das ist, ja. Gut, Flakstellung AD, ne? Leichte Fahrzeuge AD, macht's gut. Aber, naja, dann habt ihr die SS-11, die kennt ihr ja bestimmt noch, ne? Missilraketen, die haben natürlich eine Durchschlagsleistung von 500 mm. 500 Durchschlag, boom! Also ich würde mal sagen, so ein kleiner süßer T-62... würde dann ihr Alter sehen. Oder ein ARMX-30 oder sowas. Ja. Allgemein. Oder irgendeinen anderen amerikanischer Panzer. Ja, jetzt fällt mir an Hieb keiner ein. Es tut mir doch T-32, aber die Möglichkeit, dass er. Ja gut, ist schon drin, dass so einer auftaucht. Vielleicht die Sheridan, der M551 zum Beispiel, ne? Die Variante, dass der vorhanden ist auf so einer Schlacht, ist auf jeden Fall mal eher plausibel. Ja, obwohl bei dem Sheridan, glaub, reicht auch diese kleine Rakete. Der ist ja kaum gepanzert. Also so viel ich weiß. Ja, aber ansonsten. Ja, ist halt ein kleiner, süßer Helikopter. Fliegt sich halt etwas anders da als die anderen, aber ja, er ist halt ist schon irgendwie interessant. Dass der natürlich schnell vom Himmel geballert ist, ist ja wohl klar. Also, im Prinzip ist das einfach nur ein Gerüst mit einem Cockpit dran, ein Tank und mit einem Rotor und halt hinten noch mit was Rotorblättern. Das war's dann aber auch hier natürlich der Gasausstoß. Im Prinzip ja, kann man das sonst nicht ansehen, aber wie ihr hier seht, da steht schön Heer drauf, unser wunderschönes Balkenkreuz, ne, unser Bundeswehrzeichen. Und was man hier auch sehen kann, guckt mal. Also das ist, wenn das kein rotes Kreuzzeichen ist, dann weiß ich es auch nicht. Ist das auf der anderen Seite auch? Nee. Das ist ein rotes Kreuzzeichen. Also, ja.
Gut, mit Helikoptern kenne ich mich nicht so einwandfrei aus. Das muss ich selber zugeben. Da habe ich mich über die Jahre nicht so ganz immer interessiert. Mich interessieren Flugzeuge sehr stark, auch diverse Panzer. Bei Helikoptern hört es bei mir aber manchmal auf. Zumindest bei diesem Modell, da kann ich echt nicht viel zu sagen. Ich habe das paar Mal gesehen in irgendeinem Video oder so, so Dokumentationen, aber so seine richtige Funktion, ich glaube, der kam gar nicht so richtig dazu, irgendwie zu zeigen, was er kann. Aber trotzdem, klein, süß, hübsch, ne? So, dazu kam natürlich noch ein Paket, ne? Die Bo 105 CB2. Das ist natürlich ein richtiges Monster. Wortwörtlich. Ich kann euch das. Komm, zeig euch das mal. So, guckt euch das an. Das ist mal ein heftiger Helikopter hier. Das ist ein Kämpfer, das ist ein Killer. Guckt euch den an hier. Holy shit. Also, wenn das Ding nicht ausschreit von wegen, ich mach dich platt, Alter! Dann weiß ich auch nicht, was ihr. Ne? Dann weiß ich auch nicht. Natürlich hier schön vier Raketen. Ist ja klar. Leider keine MGs. Hatte ich mir eigentlich gewünscht, aber gut, dieses Modell hatte keins. Schade eigentlich, aber egal. So, ich hatte ja im Forum was gelesen, weil da haben sich wegen ein paar Leute dann auch gefragt, warum zwei Piloten. Also. Für die, die es auch nicht so richtig immer mitgekriegt haben, das weiß ich zumindest über Helikopter. Es ist nur ein Pilot und der andere ist immer, ja, also Gaijin sagt dazu Richtschütze, aber eigentlich ist es ja ein, ach, wie hieß das nochmal? Schussoffizier? Ne, wie hieß das? Oh, Leute, mein Militärwissen ist ein bisschen, also ich sag mal so, bundeswehrtechnisch ist so ein bisschen begrenzt, aber es ist halt, das ist halt derjenige, der halt die Waffen abfeuert, ne? Maschinengewehr, Raketen und sonst was. Der Pilot kümmert sich darum, dass der Vogel oben bleibt. Bei den Helikoptern, ne? Es gibt ja auch ein paar Jets oder andere Flugzeuge, wo das vorhanden war. So, der Pilot sorgt dafür, dass der Vogel oben bleibt und konzentriert sich nur auf das Fliegen. Auf nichts anderes. Es gab natürlich auch Helikopter, da gab es nur einen Mann, der musste sich halt natürlich auf zwei Sachen konzentrieren. Aber hier zum Beispiel sind halt zwei verschiedene Leute drin, ne? Der Pilot und der sich um die Waffen kümmert. Ganz einfach. Ja, 223 km/h ist nicht gerade langsam, aber auch nicht gerade der schnellste. Ja, ich sag mal so, es reicht. Es reicht locker für ein Helikopter, reicht alle Male. Ne? So, Schutz ist natürlich noch keiner drin. Ich glaube, das war auch nicht. Nee, ja, steht ja auch. Dieses Fahrzeug verfügt über keine Panzerung. Es gab auch eigentlich. Gab es einen Helikopter mit starker Panzerung? Ich weiß es gar nicht. Oder gibt es einen? Mir fällt gerade keiner ein. Gut, der eine oder andere würde jetzt schreiben, Apache. Apache ist auch nicht so der absolute Dame. Ja, und hier seht ihr natürlich, ne? So die üblichen Sachen. Motor. Hat gut PS-Leistung. Er hat zwei drinne. Wie ihr seht, zwei Stück. Der muss auch ganz schön viel Energie reinpumpen. Für genauere Details über das Ding müsst ihr euch dann selber so ein bisschen im Netz rumgucken. Oder, also ich weiß nicht, ob, ja doch, ihr müsst den kennen, ihr müsst den kennen. Nur, dass der halt realistisch macht und ich mache Arcade. Impleet. Guckt bei ihm, es gibt, glaube ich, weiß nicht, ob das Video noch vorhanden ist. Da hat er einen extra Bericht gemacht über die Bo 105 CB2, weil er in diesem Ding sehr lange Zeit auch rumgeflogen ist als aktiver Soldat. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch. Ich guck ab und zu mal seine Videos, aber nicht immer. Nicht immer, Leute. Nicht, weil es mich nicht interessiert, es ist halt die Zeit, ne? Ich muss das und das mal machen und hier und dort und dann, ne, die Zeit. Es ist so. So, da könnt ihr euch eigentlich, wenn er das Video noch drin hat, weil er hatte mal angedeutet, dass er das vielleicht rausnimmt, wenn es noch da ist, dann guckt es euch an und hört es euch an, denn da sind viele Informationen zu diesem Helikopter. So, Pilot, Richtschütze. Text das bitte mal um, Gaijin, das klingt schon so bescheuert, weil das heißt nicht Richtschütze. Ja, und ansonsten gehen wir mal auf die Modifikationen. So, dann haben wir hier einfach nur die Raketen. Die Tow-Missile-Raketen. Also BGM 71 Tow-Missile-Raketen. Achtmal, 630 mm Durchschlag. Also jetzt mal ehrlich, da bleibt kein Panzer stehen. Da bleibt kein Panzer stehen. Selbst der T-64B bleibt da nicht stehen, auch mit seiner komischen neuen Zusatzschutzpanzerung. Bleibt da nicht stehen, der geht down, der platzt auseinander. Ganz einfach, bei 630 mm. Also damit könnt ihr Bunkeranlagen platt machen. Also mal ehrlich, da bleibt nichts stehen.
Und dementsprechend, ja, das ist er halt. Er hat halt nur Raketen, aber trotzdem, er ist einfach kampfstark. Gut, sein Kostenpreis ist jetzt etwas höher. Da habe ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so nachgeguckt. Müsste ich mich nochmal genauer darüber informieren. Aber er ist nicht so billig. Sagen wir mal so, ich glaube, sowas im 40, 60 € Bereich könnte es gewesen sein. Ich war schon lange nicht mehr im Shop drin. Daher könnte es so sein. Obwohl, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Ich habe ja ein britisches Schiff gekauft. Ich habe einfach nicht auf den Preis geachtet. Sagen wir so, die Helikopter interessieren mich, aber ich habe jetzt noch nicht so, ne, den Sinn gehabt, mir dann noch Helikopter zu kaufen. So, als nächstes haben wir dann natürlich den UH-1D. Ich glaube, der ist euch bekannt, ne? Das üblich verdächtige Helikoptermodell von den Amerikanern. Ja, manche da draußen haben sich auch schon öfters mal im Forum beschwert, von wegen, warum kriegen wir jetzt hier amerikanische Helikopter? Ja, weil das Ding damals eingesetzt worden ist. Ja, wir haben dieses Modell gekauft. Also ein paar gekauft und ne, die waren im Einsatz. Aber halt nicht so richtig, also ich weiß von keinem Kampfeinsatz. Die Dinger wurden eigentlich eher immer wieder geflogen und es wurde halt immer Training gemacht und alles. Meistens, das ist auch eher logisch, hier hinten alles ein bisschen ausgebaut und dann hat man das hier als Lazarett-Heli verwendet, kann man sagen. Also so, ja, das ist jetzt falscher Ausdruck. Halt als Sunny, versteht ihr, fliegender Sunny und es hat auch seinen Platz dafür. Also, wenn man so im Innenraum guckt. Ja, ist doch genug Platz. Da kann man schon ein paar Leute untersetzen. Reinsetzen, Entschuldigung, untersetzen, so gut Deutsch. Entschuldigt mein Deutsch heute. Also es ist katastrophal. Heute ist wirklich. War aber auch ein komischer Morgen. War echt ein schräger Morgen. Es ist halt nicht einfach, morgens aufzuwachen mit dem Geruch von Teer in der Nase, weil draußen, Leute, das ist nicht lustig. So, 210 km/h. Ist halt jetzt nicht absolut schnellste, aber ja, wird ja noch ein bisschen was ausgebaut sein dann dran, ne? Kostet halt viel in der Forschung, 380.000. Jeder, der schon die Panzer im High-Tier-Bereich ja, erforscht hat, weiß, wie langwierig das ist, wie schwierig das ist. Schutz hat er jetzt auch keinen. Modultechnisch ist jetzt auch nicht gerade irgendwie. Da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr Detail dazu, ist klar. Wieder das übliche, Pilot und halt der Schütze. Also, ja, der halt die Waffen abfeuert. Raketen hat er halt auch. Kein MG. Leider kein MG. Upsa, falsches Ding. Moment, da. Was? Wo ist das? Moment, MG doch. Wo ist es verbaut? Leute, ich sehe das MG nicht. Hä? Moment. Moment mal. Hier ist aber keins zu sehen. Hier sind die Raketen. Interessant, es besitzt MG, aber es ist nicht zu sehen. Muss in der Modifikation drin sein. Moment. Das ist ja lustig. Ah, okay, ja, dann. Okay. Also, einmal Hydra. Die Hydra kennt ihr ja wohl mit seinem 290 mm Durchschlag. Hilft ganz gut gegen andere Panzerfahrzeuge. Die ganz schwer gepanzerten kriegt ihr natürlich nicht ganz durch. Außer ihr trefft sie in dem Allerwertesten, aber auch die bedenkt, die Panzer können ja ihre Tür mitdrehen und ne, schießen euch da ganz schnell mal ab. Daher müsst ihr auf weite Entfernung schießen. So, dann könnt ihr noch MG dran schmeißen, 7,62 mm, aber okay, 3000 Schuss, schon viel, aber ja gut, das hilft eigentlich nur gegen Heli-Bekämpfung, Flugzeuge, ne, Panzer können die knicken. Außer ihr könnt, ja, ihr könnt vielleicht ein paar Flakstellungen damit grillen, aber das war's dann auch. So, AGM, ne, 22 mal, also 6 mal 500 mm Durchschlag. Das sind die Raketen, die ihr von selber steuern könnt, so ein bisschen. Obwohl mir diese Steuermöglichkeit noch nicht so ganz passt, vielleicht gibt es da noch eine Alternative für. Aber warten wir es mal ab. Ja. Ansonsten ist es halt ein kleiner, süßer oder Bell-Heli. Von den Amerikanern. Das Geile ist halt, da steht Herr drauf, ne? Und wieder unser Bundeswehrkreuz. Herr, Bundeswehrkreuz. Macht schon was her, irgendwie. Ja. Als nächstes kommt dann wieder eine Bo. Diesmal eine andere Version, einfach PAH-1.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die sich unterscheiden. Das müssen wir gucken, Leute. Ich habe bei den Helis heute noch nicht so richtig vorbeigeschaut. Okay. Aha. Okay. Ich muss sagen, diese Tarnfarbe, die gefällt mir irgendwie. Wäre was fürs Auto. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir. So, ja, wird keine Panzerung haben. Modultechnisch ist auch wieder dasselbe. Also bei Modulen, da müssen wir noch ein bisschen warten. 223 km/h schnell, ne? Und dann wollen wir mal in die Modi gucken. Wir haben nur die Raketen. Okay, wir haben Hot 1, 6 mal davon. 800 mm Durchschlag. Also jetzt mal ehrlich. Ich kenne nichts, was 800 mm überlebt. Ich kenne keinen Panzer, der sowas überlebt. Und wehe, einer schreibt jetzt irgendwo unten in Kommentare Maus rein. Selbst die Maus geht dabei down. Selbst die sieht alt aus. Also mal ehrlich. Boah, ansonsten, da scheint er sich aber nicht viel zu seinen Kumpanen, oder? Ja, ne, die Geschwindigkeit, ich glaube, das ist dasselbe. Und halt wieder das Übliche, ein Pilot und der andere kümmert sich halt um das Waffensystem. Ja, ansonsten. Aber es sieht schön aus, es sieht schön aus. Aber mir fehlt etwas. Hier fehlt der Heeraufdruck. Können wir vielleicht nachsetzen. Oder kommt vielleicht noch nach. Oder vielleicht war der auch gar nicht da drauf. Aber Bundeswehrzeichen hier, Deutschland. Das ist das Allerschönste. Ich mache ja auf meine Schiffe, Flugzeuge, Co. mache ich immer meine Deutschlandfahnen drauf, ne? Hier brauche ich das gar nicht mehr machen. Also, das Ding kann man nicht übersehen. Ja. Ich glaube, unterscheidet sich nicht viel zu seinen Kumpanen. So, als nächstes haben wir dann die Mi-24P. Ja, Feindhubschrauber, ich weiß. Hä? Was, warum haben wir einen Feindhubschrauber gehabt? Das Ding wurde damals von der DDR gekauft. DDR war ja mehr. Und jetzt haut mir nicht in die Fresse, Leute, bitte. Aber die DDR war ja sehr russisch geprägt. Ne? Ist halt so. Der Westen amerikanisch geprägt, der Osten russisch geprägt. Und wenn ich überlege, ist es heute noch so. Nur dass halt trotzdem auch im Osten auch viel amerikanischer Kram zu finden ist und geprägt. Also ich sag mal so, wir sind überall irgendwie geprägt worden. Ja. 313 km/h schnell. Ja, gucken wir uns das Ding mal in der Vorschau an. Ist halt ein Hind. Und dreckig. Irgendwie ist der dreckig. Hat da jemand vergessen zu waschen? Oh, cool. Gefahr. Geil. Schön ausgeschrieben. Schön für die blinden Idioten. Oh, schöne rote Blätter. Damit kann ich super Zwiebeln schneiden. Da wette ich drauf. So, ja, natürlich. Mit dem DDR-Zeichen hier. Schön gemacht. Sehr schön. Müsst ihr nicht extra drauf machen mehr? Weil es gibt ja viele Spieler, die machen sich auf so einen Panzer das drauf und alles und so. Ja, müsst ihr hier gar nicht machen. Könnt ihr euch den Platz sparen. So. Und wie ihr seht, halt der übliche verdächtige Feindhubschrauber. Hier mit den extra Aufhängungen. Da kann man natürlich auch nicht was ranspacken. Und ich weiß gar nicht, das sieht komisch aus. Entweder ist das eine Kanone mit ziemlich großem Lauf. Oder ich weiß nicht. Natürlich Kameras und Co. Wartet. Wir gucken mal, was das ist in der Röntgenansicht. Schutz. Oh, Schutz hat er. Tatsächlich, hier ist implementiert. Aha. Gut, nicht viel. Ja, gut, das ist es. Gut, jetzt hier für den Piloten und für seinen Waffenoffizier. Ich glaube, das hieß Waffenoffizier. Ich bin mir aber nicht sicher, Leute. Ich bin mir sicher, das Glas. Ne? So ein bisschen sind sie geschützt. Aber so ein bisschen. So, dann gucken wir mal, was das hier ist. Das ist eine Kanone, eine 30 mm. Oh, gleich zwei davon. So eine Zwillings. Oh, nicht schlecht. 250 Schuss. Ja, das reicht doch. Das ist geil. Ihr habt schon mal eine gute Kanone dabei. Mann, wie breit war nicht die da sitzen? Ja, sehr gerne. Ja gut, das ist normal. So, jetzt hier natürlich Motor, Kram, hier das Übliche, ne? Der Witz ist ja, er hat viel Platz auch gehabt. Also das Ding konnte man auch nutzen, um halt, ja, Truppen oder halt Verwundete von A nach B zu fliegen, ne? Also so ein Monster, ja. Aufgrund der Größe und alles fliegt er sich natürlich entsprechend etwas anders da als die etwas kleineren Modelle, ist ja wohl klar. Der ist halt in mancher Form etwas träger als die anderen, aber er ist halt,
Ja, es ist halt ein Monster, wortwörtlich. Er ist halt wirklich sehr kompakt aufgebaut, weil ihr seht, 30 mm da dran, dann hier das Waffenarsenal. Das ist einfach, boah. Ihr könnt hier S80KO3, nee, 3, nee, S8KO dran spatschen, 80 Mal Raketen sind das, 400 mm Durchschlag. Das ist schon heftig, das ist viel. Dann hier natürlich Bomben, 4x250 Kilogramm. Gut, ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der mit dem Heli über einen Panzer schwebt, fliegt und seine Bombe abschmeißt, aber bei Bunkeranlagen könnte es was bringen. Dann hier 9M114. Wie spricht man das denn aus? Missile-Raketen, 650 mm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. ST-Wurm, ja, egal. Auf jeden Fall auch ordentlich Durchschlagskraft, ne? Natürlich nur viermal, aber trotzdem habt ihr was dabei. Dann könnt ihr es natürlich variieren. Da könnt ihr natürlich hier die super fetten 80 Stück dann da mit den Missile-Raketen dann verbinden. Dann habt ihr hier gleich so viel Feuerkraft an Raketen, dass es, Mann, da rollt es mir die Fußnägel hoch. Hilfe! Das ist heftig viel, das ist heftig viel. Oder ihr spackt euch so Gondeln drunter mit 23 mm Kanonen, 8 Mal und rotzt alles in der Umgebung einfach nieder, was ne, leicht gepanzert ist. Ne? Oder ihr knallt halt alle Helis oder Flugzeuge ab, die da oben rumschwirren. Ganz einfach. Hier ist nochmal, hä? Das ist doch dasselbe, oder? Ach nee, guckt mal. Aha, das sind jetzt die anderen Raketen. Die 9M, ne? Ihr spackt euch hier die. Ah, ich verstehe. 8 Kanonen und das unter den Heli, ne? Bloß die Raketen dazu, zum Beispiel. Oder einfach nur Massenraketen. Oder hier 4 extra Kanonen und dann halt nochmal die Raketen. Also ihr seht, ihr könnt euch ein Waffenarsenal drauf basteln bis zum Abwinken. Das Ding ist eine Kampfmaschine. Er schreit geradezu nach, verpiss dich aus meinem Gebiet. Ja, ich liebe den Heinz. Ich muss sagen, ich mag dieses Teil. Das Ding hat einfach, wow, ey. Hat wirklich was drauf. Schwebt das? Nee, das sieht nur so aus, weil hier kein Schatten geworfen wird. Ja, ich habe den Schatten mal ausgemacht. Irgendwie rauscht mir dann hier im Hangar dann die FPS ab. Fragt mich nicht. Kann ein kleiner Fehler sein, muss aber auch nicht. Vielleicht hat auch meine Grafikkarte jetzt einen Klatsch gekriegt. Was weiß ich. So, und jetzt von der Bo hier nochmal ein Vetter von ihm, kann man sagen. Ein Kollege. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding jetzt auch nicht gerade viel anders da ist. Ja gut, bis auf hier die Aufhängung. Bei dem anderen war es ja ein bisschen gerade gebaut. Hier ist es jetzt ein bisschen so, ne, schief. Ich tippe mal auf die gleiche kmh-Zahl. Ja gut, um 1 km/h langsamer, aber kommt, ey, das ist jetzt wirklich nicht 220. Ja, das ist jetzt nicht gerade der Hammer. Ich würde mal sagen, die Röntgenansicht. Machen wir es erstmal so. Ja, ist nichts. So, nichts eingebaut. So, Hot-Raketen, die Zweier-Version mit 900 mm Durchschlag. Also, Bunkeranlagen, AD, jeder Bunker geht down. Also, ja. Was mich aber kurz interessiert, weil diese Rakete wird nicht angezeigt, leider. Schade. Ich wüsste nämlich gerne, wie die wie der Sprengradius aussieht. Also wenn das Ding hochgeht, hinterlässt ja trotzdem eine gewisse Sprengradius, ne? So einen gewissen. Wird hier leider nicht mit aufgezeigt. Das hätte ich gern gewusst. Müsst ihr im Internet nachgucken. Müsst ihr mal allgemein Hot-2 schreiben. Natürlich, bei dem Ausschreiben schreibt dazu Rakete oder am besten schreibt ihr BGM 71 Tau Missile Rakete. Am besten schreibt ihr es so aus. Ist vielleicht besser. Weil wenn ihr Hot 2 eintippt, ihr wisst ganz genau, wie viele Pornoseiten aufgezeigt werden. Ich hatte mal aus Spaß vor Freude einfach mal nach der Hot 1 geguckt und ja, was wurde mir alles gesagt? Ja, mehr Pornoseiten als die Menschheit vertragen kann. Also echt, ey. Ja, ansonsten hat er jetzt, ist halt dasselbe. Ich kenne mich halt mit diesem Typ von Helikopter wirklich nicht aus. Ich sag mal so, bevor ich dieses Video nicht gesehen habe von Impleet, wusste ich nicht, was ein Bo-Helikopter ist.
Echt nicht, ich wusste nichts über dieses Ding. Ich habe mich über die Jahre hinweg nicht so viel über, ich sag mal so, ich mag den Hindhubschrauber, ich mag den Havok, ich mag den Apache und ich weiß gar nicht, wie das Ding noch heißt, Cobra, glaube ich. Es gibt so ein paar Modelle, die ich mag, mit denen ich auch ab und zu mal zu tun hatte, so in Simulatorspielen gewesen, ne, Helikopter-Simulator. Aber ansonsten, deutsche Helikopter, ich kenne keinen einzigen richtigen. Ich habe hier ein Buch für, aber habe ich da je reingeguckt? Eigentlich nicht so. Verurteilt mich deswegen nicht, ne? Ja, ich würde mal sagen, an der Stelle hier machen wir mal einen Cut. Das wird ein Zweiteiler. Das ist so. Weil ich. Ja, ich brauche hier schon viel zu lang, Leute. Es tut mir leid. Ich könnte auch sein, dass es ein Dreiteiler wird. Diesmal ist es halt so. Daher, wartet auf den zweiten Teil. Ich bin gleich wieder. Also, bis zum zweiten Teil. Und wenn es euch schon mal bis dahin gefallen hat, lasst ein Kommi oder Like da oder ein Abo, ne? Also bis dann, Leute. Ciao.